Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Super Mario Bros. Wonder weiter. Wir sind jetzt ins Wölkchengebirge zurückgekehrt und dürfen hier ein paar Level nochmal abschließen. Wenn ich das in der Übersicht gerade richtig gesehen habe. Und es sind teilweise sehr verschiedene Dinge, die wir machen müssen. Hier in dem Level zum Beispiel müssen wir nur eigentlich das Levelende erreichen. Und ja, die Goldfahne einsammeln. Beziehungsweise erreichen. Das sollte ja hoffentlich im Bereich des Möglichen liegen. Hoppsala. Und na gut, wenn wir sowieso dabei sind, dann können wir ja vielleicht auch noch ein paar Goodies mitnehmen. Genau. Denn die kann man ja sowieso immer gebrauchen. Und der Rest ergibt sich dann schon. Es ist auch über einen Monat her, dass ich dieses Level hier gespielt habe. Dementsprechend erinnert mich auch fast gar nichts mehr. Aber ist ja nicht schlimm. So, Wunderblume können wir auch ignorieren. Wow. Hat sowieso nur dafür gesorgt, glaube ich, dass hier überall dann plötzlich Eis und Schnee war oder so, ne? Ich glaube zumindest, dass dem so war. Wow, das ist eine sehr aggressive Schneeeule. Und... Ah, Moment. Genau, hier muss man... Ah, deswegen habe ich die Goldfahne wahrscheinlich nicht erreicht. Hier muss man schnell sein, bevor der Kollege den ganzen Steinklumpen kaputt haut. So. Schön. Poplin freut sich. Ich freue mich auch. 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Abgeschlossen? Fragezeichen. Jo, sieht abgeschlossen aus. So, Angriff der Spießeriche. Da fehlt uns die dritte Münze. Das heißt, hier müssen wir wieder ein bisschen suchen. Vielleicht ist es einigermaßen offensichtlich, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, sehr gut. Okay. Düpp, 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 düpp. Das ist halt so das Problem, wenn man dann schnell, schnell macht, ne? Da hat man dann eventuell das Vergnügen, mit sehr aggressiven und bösartigen Gegnern schneller als gedacht... schneller als gedacht Kontakt und Bekanntschaft zu machen. Hopsala. War hier irgendwas? Habe ich jetzt überhaupt irgendeine lila Münze schon gefunden? Irgendwie nicht, ne? Wo bringt mich das hin? Meine Vermutung wäre jetzt die zweite lila Münze. Aber ich kann mich auch massiv täuschen. Wow. Ja, es war die zweite lila Münze. Okay. So. Wo ist dann die letzte? Vielleicht hier irgendwo? So, du gehst dort runter. Genau, Moment, da kann ich dich aber hier runterschießen. War nur für eine Münze. Ist hier noch irgendwas Tolles? Man weiß es nicht. Hihuha, hiha, wöwöwö. Das hier links sieht so special-mäßig aus, offen gesagt. Ich probier's aus. Habe ich das beim letzten Mal schon ausprobiert? Ich habe keine Ahnung. Würde aber nach mir klingen. Düpp. Sah aber auch wirklich so aus, als ob da was sein könnte. Düpp. So, hier ist nix. Hier ist erstaunlicherweise auch erstmal nichts. Ob da irgendwas an diesen... Wofür ist die Röhre? Für gar nichts. Da ist die Wunderblume. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Ja, aber eigentlich suche ich die Blume ja nicht. Ich will ja nur die Münze. Aber die Blume könnte mich natürlich zur... Münze führen. Deswegen bringt's nichts und ich muss ja trotzdem durch. Wow, okay. Nee. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, ich könnte die Schnecken einsammeln. Hui. Dü. Kannst du das kaputt machen? Ja, kannst du. Bringt mir das was? Ist die andere Frage. Wow. Knapp.
Nicht gut. Dass ich jetzt hier nicht getroffen wurde, grenzt an ein Wunder. Also hundertprozentig verstehe ich es auch nicht. Ja, das hast du schön gemacht. Also keine lila Münze. Hier vielleicht. Das wäre ein gutes Versteck. Für eine liebe kleine lila Münze. Aha! Ist aber eigentlich auch so super offensichtlich. Ich glaube, du sollst den Powerblock für mich treffen und dann fällt irgendwas Glorreiches runter. Ja, wie zum Beispiel das hier. Wer hätte das nur für möglich gehalten? Tralalalala. Okay. So, jetzt nur noch überleben. Wow. Ja, ja. Tschüssikowski. Okay. Level abgeschlossen. Wir stehen uns jetzt aber noch zwei oder dreimal im Wölkchengebirge bevor. Hier habe ich wirklich sehr, sehr wenig eingesammelt. Mini Mario sieht irgendwie so super gequetscht aus. Weiß gar nicht warum. Dip, dip, dip. Nicht den Anschluss verlieren. Goldfahne und mittlere Münze. Goldfahne und mittlere Münze. Ich erinnere mich dunkel hieran. Wie hat das nochmal funktioniert? Also ich konnte die ganzen Dinger treffen, genau. Und dann wurden sie Bestandteil meiner Plattform. Wow, okay. Vielen Dank, Kollege. Damit habe ich jetzt nicht so wirklich gerechnet. Ah, zielen. Interessant. Da haben wir jetzt unsere erste Münze. Halt, dich nehme ich auch noch mit. Ich glaube, das ist generell der beste Weg, ne? Alle Dinge aktivieren, damit meine Brücke super, super lang wird. Das war tatsächlich sogar relevant für die zweite Münze. Alles klar. Jo, schön. Dann fehlt jetzt ja nur noch in Anführungszeichen. Wow. Wollte ich das? Weiß ich nicht. Die Goldfahne. Dann fehlt jetzt nur noch die Goldfahne. Oh, das ist ja schön. Dass ihr hier so lila Münzkram fallen lasst. Dupti-dupti-dup. Was lasst ihr noch so fallen? Mehr Kram. Hilfe. Das auch noch aktivieren. Igitt! Moment. Wow. Das war ein bisschen Knäppchen. Und da hinten ist schon Schluss. Warum habe ich die Goldfahne nicht erreicht? Das muss doch auch irgendeine besondere Bewandtnis gehabt haben, oder? Für den... Also dafür war es jedenfalls nicht relevant. Muss hierfür ja dann irgendwie... Kann es sein, dass hier zum Schluss irgendwie Gegner kamen oder so? Ja, genau. Ja, hier kamen nämlich Vögel, Vögel und so weiter. Wunderbar. Dab-di-dab-di-dab. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Wenn das nur immer so laufen würde. Ich mache mir jetzt schon Sorgen um die erste Welt, weil ich immer noch nicht weiß, was ich in Welt 1, 2 machen muss, um da den geheimen Ausgang zu finden. So, Luftgaleere im Wölkchengebirge. Ach so, ja, das war unsere allererste Galeere, wo ich auch so jämmerlich versagt habe. Münze 2 und 3 fehlen uns da. Schön, dass sie die Galeere jetzt extra für uns nochmal aufbauen. Obwohl sie da eigentlich schon halb verlassen und geschrottet im Wolkengebirge rumlag. Also. Wie hat das jetzt hier nochmal funktioniert? Es gab hier diese lustigen Gegner. Aber...
Ich nehme dich jetzt einfach mal so mit. Also, als Feuer-Mario. Die Feuerfähigkeit meine ich jetzt. Und hoffe, dass das passen wird. So, Moment. Hier können wir wieder ganz viel schönen Kram machen. Ja. Das kriegen wir auch alles kaputt. Sehr cool. Hier oben kann man Zeug einsammeln. Das war sogar die erste Münze. Erstaunlicherweise. Und dann? Ist die spannende Frage. Wo sind jetzt die anderen Münzen? Hoppsala. Wow, das war knapp. Meint ihr, da unten in der Röhre ist was? Nein, natürlich nicht. Meint ihr... Halt, Moment. Das da oben sieht ja danach aus, als ob da... Ja, genau. Moment. Hier kann man doch bestimmt irgendwas erforschen und erreichen. Aha! Schau mal einer. Guck! So, Moment. Ich mach erstmal das hier auf. Weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, dass ich ansonsten nicht mehr an die Münze rankomme. Aber das hat ja besser funktioniert als gedacht. Wir haben jetzt übrigens auch über 200 lila Münzen. Das heißt, ich kann mir jetzt auch im Shop der Wüste die letzte Münze, Fragezeichen, kaufen. So. Will ich dich aktivieren? Ich weiß nicht. So, Moment, genau. Jetzt geht nämlich wieder der Laserkram los. Kann von Vorteil sein. Kann im schlechtesten Fall aber auch stören. Moment, hier nicht. Hier noch irgendwas? Nein. Das war doch bestimmt irgendwo zum Schluss, oder? Wo man irgendwas noch kaputt machen musste. War das hier? Ja. Nein. Wo ist die lila Münze? Habe ich irgendwas falsch gemacht, Leute? Checkpoint. Warum ist hier ein Checkpoint? Ist die ganze Geschichte wirklich noch nicht vorbei? Ich meine, wir alle wissen, wie das mit dem letzten Gegner hier so läuft. Hopsala. Moment. Okay. Es hatte irgendwas mit dem Schubsen von den Dingern hier zu tun. Moment. Ich glaube, das, was ich hier gerade mache, ist dumm. Oder? Weil ich zu langsam bin. Ich hätte vorher den Typen kaputt machen sollen. Auf der anderen Seite, nee, es hat gerade so funktioniert. Erstaunlicherweise wurde ich auch nicht vom Bob-Omb getroffen. Und wir haben da unsere letzte Münze gefunden. Das ist cool. Wow. Fantastisch. Geradezu phänomenal. Und wir dürfen jetzt direkt gegen die Maschine des Grauens antreten. So, dann... Wow, ja, gegen die Maschine des Grauens antreten und direkt beim ersten Stampfer platt gemacht werden. Das wäre so typisch gewesen. Düp, 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 düp. Let's go. Dup, 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 dup. Da haben wir sie kaputt gemacht, die olle Galeere. Zum zweiten Mal. Es tut mir fast in der Seele weh, aber nur fast. Okay. Lief ja jetzt doch besser als gedacht. Und wir können ein weiteres Häkchen setzen. Gut. Suchtrupp. Lustig. Okay. Das ist jetzt das, was fehlt, ja? Der Suchtrupp. Alles klar. Das war der allererste Suchtrupp im Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir hatten 4 von 5, glaube ich, eingesammelt. Es gibt besondere Blöcke, die nur Mario sehen kann. Das ist richtig. Ja, hallo. So, wie hat das Ganze hier nochmal funktioniert? Das hat so funktioniert. Ich würde fast davon ausgehen, dass das letzte Ding, was mir fehlt,
auch in so einem versteckten Block drin ist. Weil wir ja festgestellt haben, dass die Dinger nun mal so in dieser Welt versteckt sind. Ne? Also, Moment. Hier konnte man den Luigi-Block aktivieren. Dann kam man nochmal dort hoch. Was angeblich auch schon die letzte Münze sein soll. Es könnte auch was mit den Röhren zu tun haben. Wir wissen aber definitiv, dass hier einer ist. So, und apropos Röhren. Wie war das hier mit den Röhren? Fleißig probieren, ob man sich schieben kann, wäre eine Maßnahme. Ja. Funktioniert sogar. Warum funktioniert das? Soll ich die Röhre hier drauf stellen? Hm. Moment. Oder... Aha! Ja, weil nur auf die Art und Weise... Okay, ist schlau. Ich bin hier unten überall rumgehopst und in der Hoffnung natürlich irgendwo einen Block zu finden. Aber dadurch, dass ich nicht hoch genug kam, es ergibt furchtbar viel Sinn. Gut, okay, ja, einen weiteren Suchtrupp abgeschlossen. Way! Das war ja schön. Wenn man sich erstmal so an die Grundmechaniken erinnert... Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle wundersamen Wölkchengebirge gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Yay, vielen Dank. Also wirklich vielen Dank. Weil das bedeutet auch, dass ich jetzt hier weitermachen kann im Laden. Und eigentlich müsste ich dann ja direkt wieder 100 Münzen bekommen, wenn ich die letzte hier kaufe für 200. So, wundersam. Zack. Komm gern jederzeit wieder. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Wundersamen in der wolkenlosen Wüste gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Cool. So. Also, wir sehen... Spezialwelt und Blüteninseln habe ich noch nicht das Häkchen. Aber ansonsten beim Rest hier bis auf... Ja, Röhrenfelsen. Gut, die allererste Welt... Was fehlt mir hier noch? Was fehlt mir hier noch? Was fehlt mir hier noch? Röhrendickicht im Sumpf, genau. Da fehlt uns noch die zweite Münze. Und danach wird es super, mega, hyperspannend. Weil ich dann halt wirklich keine Ahnung habe. Also ich glaube hier, das wurde mir so durch die Kommentare so halb gespoilert, glaube ich. Weiß nicht mal, ob es eure Kommentare waren oder ob ich das irgendwo anders gelesen habe. Aha. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man hier irgendwo eine Röhre schubsen muss. Ja. Irgendwas könnte es damit zu tun haben. Aber hundertprozentig... Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, hier war jetzt die erste, ne? Genau. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt auf dem Weg, auf dem weiteren Weg, müsste uns irgendwo eine weitere Röhre begegnen, die wir wieder schubsen können. Ah. So zum Beispiel. Kann es sein, dass ich jetzt meine zweite Münze schon gefunden habe? Es kann sein, dass ich meine zweite Münze schon gefunden habe. Sehr gut. So. Halt. Moment. Hier noch ein bisschen was. Oh nein. Wie kann denn das nur sein? So, jetzt muss ich eigentlich nur ein Level abschließen. Cool. Dupdi-dup. Ja. Hier da unten könnte mal irgendwas machen. Hopsala. Ah. Ah. Stimmt, das war relevant und wichtig. Hopsala. Checkpoint. Checkpoint. Okay, jetzt bin ich halbwegs stolz auf mich. Ja, ja, übersehen. Was soll's, Leute, wir sind hier fertig. Da hinten ist die letzte Münze. Können wir auch einfach mal getrost ignorieren. Upsala. Und hier irgendwo müsste doch dann mal Feierabend sein. Genau. So.
Okay. Es fehlt nur noch Welt 1, 2. Glaube ich. Denke ich. Macht mir Hoffnung. Aber jetzt weiß ich nicht, mache ich das jetzt direkt offscreen oder ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir jedenfalls das Häkchen, was wir uns haben sauer verdient haben. Piranha-Pflanzenparade. Es ist irgendein geheimer Ausgang. Es ist irgendein geheimer Ausgang und ich glaube zu wissen, aber wie man da rankommt, kein Schimmer. So, da hinten ist die erste lila Münze. Wie funktioniert das hier? Hat es irgendwas damit zu tun, dass ich irgendwo runterfallen muss? Es könnte sein. Also es kann ja nur runterfallen oder Röhre sein. Oder noch irgendwo ein versteckter Block oder sowas. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich war mit Abzeichen hier auch schon reingegangen, ne? Aber es hat nichts gebracht. So, genau. Dann waren hier die Sachen. Hier hinten kann ich nochmal gucken. Hier habe ich ja zumindest schon mal die Ebene gewechselt, was, glaube ich, relativ wichtig ist für das, was ich vorhabe. Aber ich komme hier nirgendwo rein. Nö, nö, nö. Schieben ist nicht. Zumal die Schiebemechanik einem ja sowieso auch erst im nächsten Level gezeigt wird. Hoppsala. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich doch nicht. Hm. Hier war auch nichts. Sprechende Pflanzen sind ganz normal. Was war jetzt damit? Ich meine, ich kann auch mal probieren. Das wäre halt so das Nächste, ne? Ich glaube, hier links war ich sogar schon runtergelaufen, aber dort war nichts. So, und das ist jetzt nur die Wunderblume. Und die verändert zwar den Level wunderschön, aber bringt mir auch alles nichts. Moment, was ich aber nochmal gucken kann. Ich war ja der Meinung, wie gesagt, es hat was mit Ebenenwechsel zu tun. Und wenn es was mit Ebenenwechsel zu tun hat, dann hat es irgendwas hier mit dem Abschnitt zu tun. Sehe ich die... Ich sehe ja nicht mehr die Röhre, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Weil normalerweise... Hoppsala. Normalerweise müsste hier doch irgendwo... Hier müsste doch noch was sein. Mir fehlt die rote Röhre. Mir fehlt ganz eindeutig die rote Röhre, die hier irgendwo zu sehen sein müsste. So, hier nicht, da nicht. Und hier ist der Abschnitt theoretisch vorbei. Hier kommen die direkt wieder raus. Hier sind überall Großröhren. Hier weiter nach links kann ich nicht gehen. Dort ist ein versteckter Block. Immerhin etwas. Hier kann ich auch nicht weitergehen. Es macht alles hinten und vorne keinen Sinn. Ich renne jetzt dort hinten in die Grube rein. Halt von der anderen Seite. Nein, ja. So viel zu dem Plan. Gut. Hm. Genießen wir die Piranha-Parade. Das ist alles im Vordergrund. Warum ist das im Vordergrund? Und wie komme ich in den Vordergrund? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man davon alleine drauf kommen soll. Hab's jedenfalls wieder vermasselt. Muss es zwangsläufig vermasselt haben. Okay. Ich mache das jetzt noch offscreen ein bisschen weiter, weil das ist ja lächerlich so.
Weil der nächste Schritt ist jetzt einfach nur online das Nachgucken. Ich mach's jetzt offscreen und ich, ja, nee. Ich schneide das jetzt hier hinten nochmal dran. Weil, das bringt ja nichts. Aber es macht mir auch gerade keinen Spaß, das die ganze Zeit zu kommentieren. Wie ich mich in dumme Dusselig suche. Also zum einen kann ich natürlich nochmal den Fühler aktivieren. Aber ansonsten, ja. Gut, also ich suche jetzt. Ich suche mich jetzt dumm und dusselig und hoffentlich werde ich es finden. Wünsche mir Glück. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich glaube, es gefunden zu haben. Und es war irgendwie ein bisschen random. Also, wir starten nochmal das Level. Dann wählen wir ein Abzeichen aus. Und zwar das mit den Ausrufezeichenblöcken. So. Und dann gehen wir nochmal durch den Level durch und dann werden wir hoffentlich etwas finden. Also das mit den Ausrufezeichenblöcken, ja gut, das hatten wir ja schon mal eine ganze Weile, glaube ich, auch benutzt. Insbesondere in Welt 2. Das ist tatsächlich ganz cool, weil jetzt erscheinen hier überall irgendwelche Blöcke, die einem hauptsächlich Münzen geben, aber die einem eventuell auch so ein paar Passagen erleichtern. Also, was einfach die reine Erkundung angeht, das sehen wir jetzt im nächsten Moment eigentlich ganz gut, wenn wir die Piranha-Pflanzen kurz mal ignoriert haben. Dann sehen wir nämlich, dass wir hier zum Beispiel gar nicht mehr runterlaufen können, weil die ganzen Ausrufezeichenblöcke das jetzt eben verhindern. Das ist ja schon mal ganz schick. So, dann gehen wir jetzt hier halt hinten noch weiter und weiter und weiter, ignorieren die Wunderblume jetzt einfach mal gekonterweise, weil den ganzen Quatsch haben wir uns ja schon ein paar Mal angeguckt. Und dann kommen wir irgendwann hier hinten an die Stelle, wo das mit der Piranha-Pflanzenparade dann ja aufhört. Und dann sind wir genau hier, wo jetzt auch solche Blöcke sind. So. Und dann sehen wir auch im Vordergrund hier plötzlich Blöcke. Und dann, was macht der Hering natürlich? Er springt mal auf diese Blöcke hier drauf und dann springt er mal hier oben links hin. Und sieh mal einer, guck. Plötzlich sehen wir, dass es hier oben auch weitergeht und dass wir hier eine rote Röhre haben. So, und bis ich, so weit habe ich jetzt vorhin gespielt quasi, in die rote Röhre habe ich noch nicht reingeguckt. Was mir nur aufgefallen war, als ich das Radarabzeichen benutzt hatte, hatte ich immer, wenn ich hier oben gegen die Wand gebumst bin, dann quasi einen Radarausschlag bekommen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit natürlich probiert, in diese Röhre hier reinzukommen, aber das hat nicht funktioniert und... Was ich dann auch nochmal ausprobiert habe, nachdem ich das hier oben jetzt schon mal gesehen hatte, ich bin dann nochmal ohne dieses Ausrufezeichen-Abzeichen hier reingegangen in das Level und habe versucht, auf normalem Wege hier hochzukommen, aber ich habe keinen normalen Weg gefunden. Gibt es hier irgendwo einen random, unsichtbaren Block oder so, den ich nicht gesehen habe? Oder ist das tatsächlich mit dem Abzeichen die einzige Möglichkeit, hier hochzukommen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist das jedenfalls weird. So, und jetzt gehen wir, wie gesagt, einfach mal hier rein. Und hoffentlich finden wir irgendwas Cooles. Zumindest bin ich jetzt schon mal im Vordergrund. Das ist nett. Oh, wo wir auch noch mehr Sachen wohl scheinbar finden. Haufenweise Münzen vor allem. So, das sind die Blöcke, die wir gesehen hatten. Genau. Und so kommen wir hinten raus. Alles klar. Und ich würde sagen, das ist unser geheimer Ausgang. Ja, das ist irgendwie... Also ernsthaft, gibt es eine andere Möglichkeit, ohne diesen Ausrufezeichenblock, Abzeichen, Quatsch, hier ranzukommen oder nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob ich tatsächlich einfach zu dusselig bin oder ob das Spiel an der Stelle einfach ein bisschen zu viel von einem will. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt glücklich darüber sein kann und darf. Ich meine, es ist okay, dass ich es jetzt geschafft habe und gefunden habe, aber irgendwie ist es trotzdem seltsam. Naja. So. Geheimer Ausgang. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Wundersamen auf der Röhrenfelsenwiese gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Das ist schick. Vielen Dank dafür. So, was ist jetzt hier drin? Wenn es eine Röhre ist, ja eigentlich nur, genau, Kapitän Toad. Was für ein Ort, um jemandem zu begegnen, findet ihr nicht? Ich habe gehört, dass es in der Nähe irgendwo Schätze geben soll und plötzlich fand ich mich hier wieder. Was meint ihr, wohnt auf den Inseln dort überhaupt jemand? Und was ist das für ein komischer Rauch? Ach ja, ich habe 50 Blumenmünzen gefunden. Ihr könnt sie gern haben. Irgendwo werdet ihr schon eine Verwendung für sie finden.
So, dann bis später mal. Yay, Münzen. So, das ist ja jetzt schick. So, und jetzt sehen wir auch in der Röhrenfelsenwiese genau, dass wir jetzt hier alles eingesammelt haben. Häkchen, 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 Häkchen. Überall Häkchen, außer bei den Blüteninseln und bei der Spezialwelt. Blüteninseln, weil ich vermute, dass es mit Bowsers Schloss zu tun hat. Und Spezialwelt, weil das mit den zwei noch, naja, vorhandenen Leveln zu tun hat. Ich glaube, wir können jetzt vor allem mal unsere Münzen weiter ausgeben. So, Moment. Aufsteller gefällig. Denn dann können wir hier noch ein bisschen weitermachen. Und uns ein paar weitere Aufsteller kaufen. So dass wir zumindest Yoshi dann in jedem Falle vollständig bekommen. Und den roten Yoshi, glaube ich, auch noch. Ja, und dann, meine lieben Freunde, nähern wir uns tatsächlich dem Finale. So langsam aber sicher. Wer hätte das nur für möglich gehalten? Ich jedenfalls nicht. So, gelber Stachelkugel-Yoshi. Vom hellblauen Yoshi fehlt noch so unglaublich viel. Und wie ist das mit Mopsy? Mopsy kriegen wir noch gerade so vollständig. Cool. Dann fehlt uns nur noch der blaue Yoshi. Der hellblaue Yoshi. Cool. Aber das sind halt noch einige. Ich glaube jetzt 6 oder so, ne? Oder? Wie war das jetzt? Moment, halt, das sehen wir ja irgendwo hier im Menü. Ne, 7 sogar. 7 Aufsteller für diesen Yoshi. Und, ja, 7 Aufsteller, also 7 mal 30, 210. 210 Münzen brauchen wir. Und ich habe die Befürchtung, dass weiter oben irgendwo vielleicht noch ein Abzeichenladen ist. Wenn wir die Spezialwelt geschafft haben, für die ich dann auch nochmal haufenweise Schotter benötige. Wollen wir beim nächsten Mal erstmal diese Welt hier machen, bevor wir uns zu Bowser begeben? Ich glaube, ne? Dann machen wir erst diese Welt, dann machen wir Bowser und dann machen wir die allerletzte Spezialwelt. Und dann haben wir das Spiel eventuell durch, außer mir fehlen dann immer noch 30.000 Münzen. Gut, wir werden sehen, wie das Ganze so läuft. Für den Moment soll es jetzt jedenfalls erstmal gewesen sein. Das war Super Mario Bros. Wonder im Backtracking-Modus. Und ab sofort gibt's wieder coolen, heißen Scheiß. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.